Wunderbar. Gut. Also zuerst mal herzlichen Dank fürs Kommen, so zahlreich, für dieses Künstlergespräch. Wir haben drei Künstler, Künstlerinnen von den Gesamthaft, was waren es, 7, glaube ich? Ich habe es nicht gezählt, um dir die Wahrheit zu sagen. Gut, anyway. Aber ich würde sagen, du liegst nicht falsch. Wir haben den Robin Merkisch mit seiner Arbeit, die hier vorne im Raum liegt. Dann haben wir die Claudia Larissa Arz mit ihren zwei Gemälden an der Wand und den Kai Richter neben mir. Und wir stehen eigentlich so hinter vor seinen Arbeiten hier an der Wand. Diese Bau... Wie sagt man den? Wenn ich es so genau wüsste, aber damit kann man in jedem Fall so Markierungen abgeben. Genau. Ja. Und den drei... oder nein, also diesen mehreren... Das sind einfach Stahlrohre, man muss es sich einfach machen. Ne? Genau, gut. Die sind alle nach dem Gespräch noch hier für Fragen etc. und weitere Gespräche. Ich würde eigentlich gern damit anfangen, ein bisschen etwas über den größeren Rahmen von jetzt dieser Ausstellung zu erzählen, weil... Wir haben jetzt ausnahmsweise, eigentlich zum ersten Mal, haben wir eigentlich so ein etwas übergreifendes Programm für das erste halbe Jahr, jetzt 2024, das eigentlich so unter dem Motto Friends of Friends of Friends of steht und so ein bisschen thematisieren möchte, wie Künstler und Künstlerinnen eigentlich sich Netzwerke bauen und schaffen und darin interagieren, um sich in diesen ja meist doch eher schwierigen, um nicht zu sagen prekären Arbeits- und Lebensumständen Möglichkeiten zu bauen, ihre Arbeiten immer wieder zu zeigen an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Konstellationen. Und auf das so ein bisschen den Fokus zu setzen und da gibt es unterschiedliche Strategien. Eine Strategie ist, dass man selber einen Ausstellungsraum betreibt, so wie ich das hier mache. Das ist eine Möglichkeit. Diese ganzen Artist-Run Spaces gehen so ein bisschen in diese Richtung oder Künstler, Künstlerinnen-Kollektive, die dann irgendwie sich Ateliers teilen und dann aber auch noch vielleicht einen Ausstellungsraum haben oder irgendwie Pop-Up-mäßig etwas machen. Und ursprünglich war eigentlich für diesen Zeitraum eine andere Ausstellungskonstellation geplant mit zwei Künstlerinnen aus London, die in ihrer kleinen Wohnung in London eine Residency anbieten, wo man im Wesentlichen einfach auf ihrem Sofabett einen Monat übernachten kann und die aber dann auch irgendwie dabei helfen, sich ein bisschen in London zu vernetzen und die aber dadurch natürlich sich auch wieder vernetzen mit halt Künstler und Künstlerinnen, Strukturen außerhalb von London. Und das ist, hat nicht geklappt, weil die Finanzen nicht so gekommen sind, wie wir gehofft haben. Ist teuer. Ja, und dann, und die mussten einfach absagen, weil sie letztendlich, sie haben auf eine Förderung gehofft, die dann halt nicht gekommen ist und sie konnten sich dann die Flüge einfach auch nicht mehr leisten. Und wir konnten nicht einspringen, weil wir halt auch nicht so üppig Geld bekommen haben. Und in dem Zeitraum hattest du mich angesprochen wegen der Ausstellung in Düsseldorf. Und dann habe ich realisiert, dass du in Düsseldorf, dort wo du das Atelier hast, ihr macht jetzt seit letztem Sommer dort auch in einem ehemaligen Atelier Ausstellungen und du kuratierst das so ein bisschen. Deswegen eigentlich nicht zu hoch gegriffen. Du hast diesen Begriff nicht gern, da kannst du gerne noch was dazu sagen. Und, meine Frau kann ich sagen, wie gut ich das mache. Wo ich dann dachte, das wäre ja vielleicht irgendwie so ein Ersatz, finde ich jetzt ein doofes Wort, aber vielleicht ein Einspringen oder irgendwie jetzt so ein Slot öffnet sich und dann ist spontan was Anspruch anderes möglich. Wie ein schönes Wort. Und habe Kai angefragt und Kai war sehr spontan und positiv und hat sehr schnell zugesagt. Genau. Und darum ist jetzt diese wunderbare Ausstellung in, ich weiß nicht, 3 Wochen, 4 Wochen zustande gekommen ungefähr. Ganz also, am Ende, ganz am Ende noch kürzer. Also sehr, sehr kurz. Ja. Aber man sieht ihr das nicht an. Also
Und ich denke, das spricht einfach auch wieder dafür, für diese Künstlernetzwerke, die im Hintergrund halt laufen und agieren und wo so etwas dann einfach überhaupt möglich ist. Also relativ kurzfristig und spontan etwas zu machen und auch Spaß dran zu haben. Also das war jetzt nicht Galeere, sondern ich habe das Gefühl, ich hatte alle Spaß. Alle haben irgendwie sehr spontan zugesagt, was auch super ist, obwohl alle irgendwie auch noch andere Sachen haben. Und ich denke, man merkt das der Ausstellung an, dass das auch was Spielerisches hat irgendwo. Also das ist jetzt nicht, man hat nicht ein halbes Jahr über irgendwelchen theoretischen Konzepten gesessen, sondern ist nicht das eine Stunde. Sehr, sehr, sehr praktisch angegangen, weil ihr euch zum Teil halt schon kennt, schon miteinander gearbeitet habt und halt auch die jeweiligen gegenseitigen Arbeiten kennt und dadurch auch ein Gefühl füreinander und die Zusammensetzung entwickelt. Oder? Und mit dem würde ich jetzt eigentlich gern so an dich weitergeben. Na, vielen Dank. Ne? Und also, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, also auch zu dem Titel, der unter diesem Enclosed Space läuft. Also im Titel muss ich sagen, gib mir so in 5 Minuten nochmal so einen Hinweis drauf, nicht, dass ich es vergesse. Ja. Und ich werde nie ganz erklären, woher der Titel eigentlich insgesamt kommt, denn auch das ist eine längere Geschichte. Ja. Jedenfalls vielen Dank, dass du hier sein kannst. Und du hast vorhin, und das möchte ich gerne aufgreifen, und da geht es darum, ja, Künstler netzwerken. Ich bin das Gegenteil davon. Ich mache von dem nichts. Aus irgendwelchen Gründen, mit Glück oder Pech, habe ich eben doch eine Form des Netzwerks, aber aus meiner Perspektive habe ich keins. Ich komme aus mit, sag mal, zwischen 5 und 12 Telefonnummern. Und wenn ich die anrufe, dann weiß ich aber auch das, was passiert. So dieses Netzwerken innerhalb der Kunst kann man machen. Also ich gebe es einfach auch nicht dafür her und man kann auch ohne Netzwerk ziemlich glücklich sein. Also Kai, ich glaube, dass du jetzt so dein Netzwerk also massiv untertreibst. Nein, ich kenne viele. Um es mal so zu sagen, also ich kenne viele Leute, aber Netzwerk hat für mich, und ich kann es auch verstehen, positiv wie negativ geschäftlich einen Drall. Und in meinem Fall ist es so, sagen wir so, dann habe ich doch ein Netzwerk, soll ich so sagen, ist auch so. Das geht sogar, sagen wir, relativ weit. Aber da ist niemand dabei, dessen Telefonnummer ich benutzen würde, den ich nicht irgendwie mag oder schätze. Und ich rufe auch Arschlöcher an, aber dann muss ich sagen, habe ich natürlich auch damit ein Ziel. Und auch da wäre dann in meiner Situation kein Geheimnis dran. Netzwerk, würde ich sagen, ist Robin Teil des Netzwerks. Wir haben uns um das Zustandekommen dieser Ausstellung mal klar zu werden, habe ich mit Robin eigentlich eher durch Zufall mal irgendwo in Düsseldorf begonnen, mitten im festen Raum damals, Spam. Und da haben wir uns kennengelernt und es hat besser funktioniert, als ich dachte. Also wir hatten immer ein Verständnis füreinander. Aus meiner Perspektive hatten wir es. Du darfst gern noch irgendwas anderes sagen. Und ich habe in jedem Fall auch so manchmal so meine radikalen Anfälle. Auch davon warst du Zeuge, ja? Die habe ich auch. Ja, siehst du. Sei offen, scheu dich nicht. Und weil du vorhin eben auch Galeere gesagt hast, ja, so eine Ausstellung zu organisieren, man macht etwas für verschiedene Menschen, von denen man denkt, dass sie gut zusammengehen könnten, so ganz am Ende, da bleibt ein Restrisiko. Und ja, es kann schief gehen, aber noch schlimmer ist, und ich bin mir ganz sicher, dass wenn man Künstler einlädt, Kollegen einlädt, die wirklich gute Leute sind, und dann möchte ich zurück an mein Studium, da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ich verstehe gar nicht, wie diese großen Leute, die finde ich dann an, so kennenzulernen, ja, auf der anderen Seite so große Künstler sind, ja, und auf der anderen Seite man sehr verblüfft war, ich sehr verblüfft war, über die Kindlichkeit, über schlechte Laune und so weiter. Also ich sage es ganz offen, Kunstakademie Düsseldorf, da hat man dann doch einiges erlebt und habe mir immer eigentlich auch vorgenommen, nicht so zu sein. Und trotzdem kann so eine Ausstellung, gut oder schlecht, spielt gar keine Rolle, in eine Art der Galeerensituation enden. Was bedeutet für mich, wenn ich sie organisiere, Robin ist hier voll mit dabei, und du hast ja auch Claudia vorgestellt und so weiter. Es ist jetzt hier kein Solo-Ding, was ich mache. Ja? Aber es kann zur Galeere werden. Also es
ist mir schon passiert, ich weiß nicht, ob es dir passiert ist, vielleicht möchtest du das sagen, aber es gibt manchmal auch Situationen, wo man sich fragt, warum mache ich das, ja? Und dann mache ich es wieder und frage mich, meine Güte, ja? Aber ich glaube, Robin, also du hast auch noch einiges zu sagen. Ja, ganz kurz nur zum Thema Netzwerk. Also ganz oft dadurch, dass wir als Künstler natürlich uns untereinander kennen, die Arbeitsweise, die Arbeiten der anderen Künstler und Künstlerinnen kennen, hat man oft ein Gefühl, was eigentlich auch gut oder auch konträr zusammengehen könnte. Und wir haben natürlich dann alle eigentlich den kurzen Weg, also weil wir jetzt nicht sozusagen eine Institution anfragen oder über einen Galeristen irgendein Werk anfragen, könnten wir das Werk von Künstler, Künstlerin so und so ausleihen. Nee, wir telefonieren ganz normal miteinander und so ist damals eigentlich auch, wie wir uns auch vorher kennengelernt hatten, ein Off-Raum in Düsseldorf zustande gekommen. Das war zum Foto-Weekend in Düsseldorf und ein Bekannter von mir meinte, da ist ein Ladenlokal leer, wir machen was an diesem Wochenende, wir hängen uns in dieses Foto-Weekend rein und haben in einem Nachmittag hin und her telefoniert, Ping-Pong-mäßig. Und abends stand die Ausstellung mit 6 satten Positionen. Alle hatten die Arbeit dazu geschossen. Am nächsten Tag oder 2 Tage später haben wir aufgebaut. Und das hatte uns so viel Spaß gemacht, dass daraus dann gesagt hat, dieses Ladenlokal mieten wir. Also wir probieren, dieses Ladenlokal zu finanzieren, in dem Sinne, dass wir Künstler einladen, die eine Edition bereitstellen vielleicht, also ein Werk von sich freigeben, was wir als Kunstdruck sozusagen rausgeben können in einer kleinen Edition. Und so haben wir damals den Raum gestartet und der war von 4 bis 7 Leuten, sag ich jetzt mal, im Laufe der Jahre betreut worden. Und alles in Eigenregie, Non-Profit war uns auch immer ganz wichtig. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, den man vielleicht mal ansprechen könnte, dass viele Ausstellungen eigentlich am meisten Spaß machen, wenn man die kommerzielle Seite einfach mal ausblendet. Und bei vielen Arbeiten, die man macht, sollte man die kommerzielle Seite auch oft mal ausblenden, weil es gibt verschiedene Materialien, Werkstoffe, die eignen sich nicht wie eine üppige Bronze zum Verkaufen, um sie in den Park zu setzen, sondern sind aber trotzdem interessante Materialien und Stoffe. Und somit... Ja, eigentlich zum Thema Netzwerk nochmal. Eigentlich bei uns ist es halt immer der kurze Weg. Und somit gehen diese Gespräche wie... Aber wir haben ja kein Netzwerk. Wir kennen nein, uns. Aber diese... Nee, zum Thema Netzwerk. Ne? Aber somit gehen eigentlich die kuratorischen Arbeiten oft ganz, ganz schnell. Ne? Der eine wirft was in den Raum, der zweite hat eine Idee, die könnte gut dazu funktionieren, die dritte Idee passt vielleicht auch dazu ganz gut. Man hat noch... Ja, und so setzt sich die Klammer dann eigentlich ganz schnell. Also es sind ja eigentlich informelle Strukturen. Also es hat ja doch, es hat eine lose Struktur, also es hat jetzt nicht irgendwie, also man ist jetzt kein Verein, also man hat jetzt nicht irgendwie so einen Rahmen, aber man hat die Telefonnummer, man hat diesen Bezug und das ist ja auch, das ist eine informelle Struktur aus meiner was Sicht. Was noch vollkommen ausreichend ist. Klar, die funktioniert und wo die auch eine ganz andere Dynamik entwickeln kann, oder? Die aber, wenn man dann vielleicht doch Geld haben möchte, eher schwierig ist, weil damit können dann institutionelle Geldgeber nicht so gut umgehen, denken Sie wahrscheinlich. Das ist extrem freundlich ausgedrückt. Deswegen wollte ich euch nochmal daran erinnern, das ganze das Wort Non-Profit fällt. Ja? Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, es gibt Leute, die hören damit nicht auf. Man hört deswegen damit nicht auf, weil man es besonders liebt. Und weil man mit allen Schwierigkeiten irgendwelche Dinge auch bewältigt. Trotzdem, wenn man es hört, Edition etc., ja, wir beide mit dem Einraum waren in jedem Fall nie traurig, wenn einer so eine Edition, auch was diesen Raum angeht, also da wird keiner traurig davon. Wenn es einer von euch kann, ist es kein schlechter Gedanke. Aber tröstet euch, wir würden trotz dessen immer irgendwie weitermachen. Ja? Ist nur so ein kleiner Hinweis. Non-Profit bedeutet null Geld. Ganz einfach, null. Jetzt kommt das Nächste dazu. Null Geld bedeutet, man steckt selber Geld rein. Auch für Kollegen, auch für verschiedene Sachen. Zum Teil auf die letzte Minute. Ich wollte es mal kurz erwähnt haben.
jetzt wo es gerade so aufkommt. Und es lag mir am Herzen, es einmal ganz kurz zu erwähnen. Da würde ich gerne auch mal einspringen. Vielen Dank. Das war damals zum Beispiel auch bei dem Raum uns wichtig. Deswegen haben wir das mit den Editionen eigentlich angeleiert, weil wir auch eine Möglichkeit gesucht haben, wie kann man einen Raum betreiben, ohne den im kommerziellen Sinne zu betreiben, wie eine Galerie und Exponate zu verkaufen. Und gleichzeitig, wir waren ein gemeinnütziger Verein, wir haben einen Verein gegründet als gemeinnützigen Verein, der keinen Gewinn erwirtschaften sollte. Wir haben uns selber für Öffnungszeiten, wenn wir einen Dienst geschoben haben, Aufsicht gemacht haben, nie ein Honorar gezahlt. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, okay, wir möchten den oder die Künstlerin aus zum Beispiel Kanada oder der Schweiz oder in Frankreich mal zeigen. Wie kriegen wir das hin? Und das war halt dann sozusagen der Umweg mit, jeder stiftet sozusagen eine Edition, die wird veräußert für einen ganz kleinen Kurs eigentlich, dass sich die jeder kaufen konnte. Und weil wir gesagt haben, wir haben bei so vielen Ausstellungen mitgemacht, wo wir auch noch die Fahrtkosten selber zahlen, die Übernachtung selber zahlen und, weil es Herzblutangelegenheit ist. Aber wir haben halt gesagt, okay, wir betreiben einen Raum, der probiert wenigstens mal 400 Euro jemand, der aus anreist, dazu zu tun, dass wenigstens der Transport der Arbeiten gedeckt ist oder so. Ne? Also kleines Kernlicht, 400 Euro ist gar nicht, das ist der unterste Bodensatz, der auf einen zukommt. Ja, ja. Ich finde das wirklich schön, dass ihr jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Weil mir ist es irgendwie auch wichtig, mal so diese Seite so ein bisschen sichtbar zu machen, weil man sieht das immer nicht. Niemand redet wirklich darüber, wie diese Strukturen laufen, wie man sich organisiert und wie man trotzdem überlebt und trotzdem irgendwie Ausstellungen generiert, auch wenn man jetzt Non-Profit eben kein Geld hat. Oder? Das ist mir jetzt einfach in diesem ersten Halbjahr so ein bisschen wichtig, dass das irgendwie so eine Sichtbarkeit kriegt, dass es da Leute, Künstler, Künstlerinnen braucht, die halt neben ihrer eigenen Arbeit auch quasi eben auch für andere Kollegen, Kolleginnen auch nochmal Arbeit machen, übernehmen, organisatorisch etc. Und weil ohne all diese Aktivitäten, die nicht vergütet sind, könnten wir hier überall, also nicht nur in Deutschland, einfach nur den Laden zumachen, weil es gäbe Kunst und Kultur wäre eine Wüste. Da kannst du jetzt aber auch die Klammer nochmal aufmachen, zum Beispiel, also ohne die Künstler und Künstlerinnen, die da das Engagement bringen, aber auch die Off-Räume. Also die Szene in Düsseldorf war damals, als wir den Raum betrieben haben, das war eigentlich der Wunsch auch vom Kulturamt, diese Szene sozusagen zu fördern. Und, genau, und das war eigentlich, auch wenn das wirklich Taschengeld war, was dazugeschossen war, also davon konnten wir die Postkarten drucken und sage ich jetzt mal, das war wirklich, und die Gelder durfte man wiederum nicht für die Miete einsetzen und so, es war alles ein bisschen verworren. Und wie, man hat es was gemacht? Nein, und selbst da muss man sagen, was ist für ein Kulturamt sozusagen einer Stadt wie Düsseldorf, ich sag mal im Monat 20.000 Euro für Off-Räume oder 10.000 Euro. Und selbst die werden jetzt gekürzt. Und dann fragt sich natürlich die Frage, auch dann ist es eine politische Frage, nämlich, ist es uns das wert als Gesellschaft oder wollen wir nur so ein Leuchtturmprojekt haben, eine fette Oper, ein dickes Museum? Ich habe jetzt nichts gegen die dicken Museen in Bonn, aber wenn da sozusagen Hunderttausende verklappt werden und die ganzen Off-Räume und die ganzen Künstlernetze, sag ich jetzt mal, dann eben die Gelder teilweise gestrichen kriegen, obwohl es wenig ist, dann fragt man sich, ist es halt nicht nur ein Engagement, sondern halt auch eine politische Seite kriegt das dann halt auch. Ich sehe es ein bisschen unabhängig davon, denn ihr bekommt genau die Kultur, die ihr euch leisten wollt. Ihr bekommt nicht einen Cent mehr. Wir machen es sowieso freiwillig, ja? Und mit allen Grenzen und Begrenzungen, das klingt mir jetzt allmählich, wird es ja auch zu negativ, wir müssen mal anfangen, über die Ausstellung zu reden. Genau. Aber ich kann euch versichern, dass die komplette Gesellschaft in jedem Fall die Kunst und Kultur bekommt, für die sie selber gerade steht. Ja? Und dann gibt es so ein paar Leute, die lieben die Kunst besonders, deswegen ist es nichts, was in der Form bemerkenswert sein soll. Ja?
letzten Endes gestaltet ihr den Zustand und die Möglichkeiten von Kunst und Kultur. Und es ist am Ende tatsächlich niemand. Denn Lothar Matthäus kann noch so viel Tore schießen. Wenn er kein Stadion kommt, ja, schießt er auch kein Tor mehr. Alte Zeit ist lang her. Ne? Aber letzten Endes ist es die Gesellschaft, die, oder je nachdem, wie die Gesellschaft verantwortungsvoll damit umgeht, ja, ist der Zustand, der heute so ist. Deswegen möchte ich überhaupt nicht darüber meckern, sondern die Gesellschaft verdient dann eben auch die Form der Kultur, die sie bekommt. Jetzt kann ich sagen, wohin geht die Kultur? Ich persönlich bilde mir ein, es zu wissen, aber ich glaube, das führt jetzt an der Stelle auch zu weit. Aber ihr seid letzten Endes auch verantwortlich für das, was kommt. Ja. Das wäre jetzt eigentlich der gute Überleitung zur Ausstellung. Ja, so sieht's aus. Also vom Background zum Foreground so quasi. Also was ich vielleicht noch kurz sagen möchte, ja, wegen der Ausstellung. Ich bin da ja auch so reingerutscht mit so einer Geschwindigkeit. Und was ich halt ganz interessant fand, war, es war total wichtig irgendwie, man hat die Verantwortung, das Vertrauen. Und das, finde ich, ist die Qualität von diesen diesen losen Netzwerken. Da ist dieser ganze Formalkram nicht dabei, mit dem man sich immer beschäftigen muss. Das heißt, man kann auch schnell handeln, man kann schnell reagieren. Aber was ich ganz toll finde, ist halt auch das Vertrauen, was du ja dann auch in die Leute hast, dass sie ihre Sachen bringen, dass die gut sind, dass es funktioniert. Und dass die halt verantwortungsbewusst damit umgehen. Und das finde ich halt toll. Also in dem Moment fand ich das eigentlich auch so eine Herausforderung, zu sagen, ja, wow, das ist hier, ich weiß nicht, wann es ist, ich weiß nicht, wo es ist und ich weiß nicht, mit wem es ist. Okay, ich sag aber ja, ich find's cool. Ja. Und das hat mich, das fand ich ein Geschenk, weil dass das so geworden ist, fand ich total toll. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ist mir auch ein nettes, ich nehme das Kompliment mit Freude an. Ja, also fand ich cool. Auch Robin sollte es mit Freude annehmen. Du hast so eine schöne Mail geschrieben, dass ich sag mal ja, ich weiß zwar nicht wann und wo, wie, aber das ist cool. Und das fand ich eigentlich auch. Als nächstes kam die Einladungskarte, ne? Ja. So ungefähr. Nee, und das finde ich eigentlich schön, dass das genau konträr zu unserem ganzen Gesellschaftskonzept, was die Kultur betrifft. Weil da ist alles sowas von starr und zum Teil und wo ich irgendwie denke, es ist so schön erfrischend. Also das nochmal als Dankeschön. Das ist ein sehr schönes Statement und es ist wirklich, also einfach nur mal, also Claudia hat ihre Arbeiten einfach hier eingepackt, vorbeigebracht, abgestellt und die auch Verantwortung abgegeben irgendwo. Ja, ich hast, und Kai und Robin haben das dann montiert und auch entschieden und das ist, also das muss man auch zulassen können. Also Künstler, Künstlerinnen haben ja manchmal so diese Kontrollgeschichten. Man nennt es Animositäten. und dass man das zulassen kann, hat dann eben ganz viel auch mit diesem Vertrauen, mit diesem Gegenseitigen zu tun, wo man einfach denkt, ja klar, die machen was Gutes damit, die werden jetzt das nicht doof aufhängen oder sowas. Und das kam mir gar nicht in den Sinn. Nein, es ist ja auch nicht die erste Ausstellung, die Kai hängt, plant, andenkt. Teilweise haben wir ja auch... wir waren schon im Dialog. Ja, erstmal im Dialog und zweitens, jeder von uns hat halt auch natürlich viel Erfahrung mit Museumsaufbauten, mit Räumlichkeiten, wie geht der Raum oder wie geht der Raum am besten, wie löst man den Raum, wie löst man das mit den Arbeiten. Und das ist natürlich auch ein bisschen Erfahrung, die mit den Jahren kommt. Ja, klar. Ja. Absolut, ja. Aber jetzt, das ist jetzt eigentlich die gute Vorlage über die Ausstellung jetzt, nicht? So, doch, absolut. So, also selbstverständlich. Das war eine Frage, richtig? Ich weiß jetzt nicht, wer von euch da irgendwo einsteigen möchte mit. Fang doch mit einem Unclosed Space an mit dem Chicken. Also wenn du Lust hast. Also fände ich interessant eigentlich so dieses, weil das ist ja auch so der Überbau ist. Vielleicht gibt es auch eine Kurzfassung davon. Da gibt es eine totale Kurzfassung davon, es ist eine Form. Ihr findet jetzt zum Beispiel weder Robins noch meinen Namen irgendwie als Kuratoren oder Organisatoren oder irgendwas. Dafür gibt es bestimmte Gründe. Das könnte ich vielleicht später im Dialog sagen. Es gab die Möglichkeit. Und Robin und ich haben öfters zusammengearbeitet, so oft, dass ein Anruf genügt. Also Robin ist nicht mein Netzwerk, aber wir kennen uns gut, ja. Und wir rufen uns nicht an, um uns irgendwas zuzuschanzen, aber damit was funktionieren soll, dann rufen wir uns ja doch an, ja.
Und wir haben eine gewisse Aufgabenteilung und für mich ist besonders schön, Kompliment an dich. Wir müssen so gut wie nicht reden. Was für mich auch das Tagesgeschäft, um schnell zu sein, ja? Ich komme zurück zu Non-Profit, ich kann hier keine 3 Tage bleiben, sondern ich muss es zum Beispiel mit dir machen, dass es gut wird, sodass wir beide hinterstehen können. Und ohne viel reden, ohne viel, ich bin fast geneigt, Theater zu sagen, das spare ich mir jetzt, aber ich habe das Wort nicht gesagt. Und wo in unserer Hoffnung für euch eben auch irgendwas rauskommt, vielleicht ein neuer Knick und ganz offen ausgedrückt, wenn es uns nicht gelingt, geht die Welt nicht unter, sie wird sich weiterdrehen. Aber das wäre mein Ansatz, aber du hast sicher auch nochmal einen Ansatz. Ich fange jetzt doch nochmal mit dem Titel an. Okay. Also es gab... Ich bin voll auf deiner Seite und sehr gespannt. Es gab eine Planung mal zu einer Gruppenausstellung, die nannte sich anders. Aus der ist der Titel jetzt sozusagen hervorgegangen. Die andere Ausstellung nenne ich jetzt einfach mal nicht. Und das war auch eine etwas andere Personenkonstellation, die war ziemlich nicht statisch, aber die war ziemlich durchkonzipiert sozusagen von den Positionen, die wir eigentlich, da wäre Kai und ich wären Beiträger auch gewesen, da wäre aber auch noch eine ältere Komponistin dabei gewesen, also es war eine etwas, sag jetzt mal, medienübergreifendere Geschichte und die haben wir auch verschiedenen Kunstvereinen, verschiedenen Häusern, wo es einen Kontakt gab, mal vorgestellt, mit ganz abstrusen Antworten eigentlich und ist aber auch egal, ganz langes Thema. Und dadurch hat sich aber eigentlich sozusagen dieser Titel, den haben wir dann etwas sozusagen erweitert oder verändert und der Rahmen ist aber eigentlich der gleiche gewesen. Es geht eigentlich um eine Konstellation, die sich verändern kann, jetzt in dieser Ausstellung, wo 1-2 Künstler oder Künstlerinnen jetzt mal andere Positionen hatten. Also es gab diese Ausstellung ja auch schon mal mit... In Berlin, Köln, also wirklich in verschiedenen Konstellationen. Ja. Mit verschiedenen Werken, mit verschiedenen Positionen, je nachdem auch wie viel Raum oder welchen Raum man zur Verfügung hatte. Ja. So war es. Genau. Jedenfalls, es gipfelte darin, dass die Ausstellung, die wir mal geplant hatten, oder nicht mal ich geplant habe, sondern wo man einfach so zusammenkam, dann in Berlin in einer überraschenden neuen Konstellation war. Und wir arbeiten weiter zusammen, nur damit du Bescheid weißt. Und hat dann alles ganz gut funktioniert. Ja. Aus meiner Perspektive. Und da wir aber dort eigentlich einige Positionen ausgewechselt hatten und gleichzeitig einige drin hatten, haben wir gesagt, okay, das alte Konzept steht und das irgendwann wird es auch im musealen Rahmen, diese alte Konzeption, wird irgendwann aufschlagen. Das wird noch passieren. Aber dazwischen muss man tun, was man tun kann. Ja? Also Zwischenzeiten zumindest ist nicht schlecht. Wir sollten auf die Ausstellung zurückkommen. Ja? Ich dachte, wir sind schon beim Titel, aber... Okay, der Titel ist wahrscheinlich hinreichend geklärt. Eins ist garantiert, ihr könnt mich dann später ansprechen. Aber an der Stelle ist für mich, so wie es eben ist. Aber wir fangen hier an und dann versuchen wir rüberzugehen, dass wir dann auch dort stehen, wo wir arbeiten, was ein bisschen... Vorhin wahrscheinlich nicht ganz so klar war, aber jeder muss ja durchlaufen. Ist Kirsten Arndt und Wolfgang Flath in dem quasi vorgelagerten Raum, ja? Hier ist Ariane Gestales. Und jetzt kommen wir zu dir. Du bist da. Wir könnten mal darüber wandern. Okay. Wenn das, meine erste Frage ist, warum habe ich dich eingeladen? War ein böser Scherz. Ich hatte keine Ahnung. Also okay. Sagen wir mal so. Und ich wusste auch gar nicht, welche Arbeiten du ausgesucht hast. Und irgendwann hast du kurz einen Titel gesagt. Und dann habe ich 4 Bilder dazu eingepackt. Das ist eine Reihe von, die heißen Himmelsrichtungen, von, ich glaube, 8 Bildern. Und zwar war der Anlass eigentlich, an Arbeiten dran zu gehen, die atmen, also die ganz offen sind und die ganz viel, die auch Schwingungen haben. Deswegen habe ich sehr reduziert mit den Pigmenten gearbeitet, auf dieser groben Leinwand. Und zu diesem Thema, was haben die mit Raum zu tun, fand ich ganz schön, dass die Sibylle geschrieben hat, dass es irgendwie eine andere Form von Raum ist, eben eher der
geistige Raum wie der Raum jetzt in Bezug wirklich räumlich gesehen. Ne? Und mit diesen Arbeiten habe ich eigentlich versucht, so eine Art Struktur zu schaffen, Ordnungssystem zu schaffen, was für mich mit was Universellem zu tun hat. Also so die Form, wie kann ich mich orientieren, wie sind die Punkte. Deswegen kam ich auf Himmelsrichtungen. Und die haben sich dann aber immer mehr aufgelöst. Also das ist eins der letzteren Arbeiten. Ja. Und ich fand das ganz interessant, jetzt in dem Bezug zu sehen mit Skulpturen. Also es ist eigentlich so ein Aufeinanderprallen für mich gewesen, jetzt hier so. Und das eine ist still, das andere ist still. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich drauf hinaus will, aber ich fand das interessant, die jetzt nochmal in einem anderen Bezug zu sehen, als nur mit anderen Malereien. Also ich hatte die im Spam ausgestellt tatsächlich, das war ganz lustig, vor auch, ich glaube, 9 Jahren. Und da war ich mit der Maria Kolischan, glaube ich, in einem Raum mit den Arbeiten. Und das fand ich auch interessant, weil sie sehr reduzierte Arbeiten auch hat. Ja. Und die Bodenarbeit von Alperé. Genau, die dazu. Und da waren aber andere Arbeiten noch von mir im vorderen Raum. Auch sehr ornamentale Arbeiten. Da habe ich sehr viel mit Raster auch gearbeitet und Loslösung vom Raster. Also man hat im Grunde genommen immer eine offene Struktur. Also eigentlich denkt man, man hat eine ganz klare Struktur. Und wenn man da mal guckt, merkt man dann nach einer Weile, dass es eigentlich nicht so eindeutig ist, sondern teilweise lösen sie sich auf, teilweise sind sie geschlossen. Das heißt also, es macht erstmal den Anschein, das ist ein ganz klares System, ganz radikal. Aber wenn man dann länger da hineingeht, öffnen sich Dinge und passieren ständig auch Fehler. Also es sind während des Malens Fehler passiert, die ich dann aber zugelassen habe. Und als Ziel war dann irgendwann, also als Ziel nicht, als ich dann so weit da gemalt hatte, habe ich das Bedürfnis gehabt, alles miteinander zu verbinden, also dass man durch diese ganzen Öffnungen immer wieder hineinkommt, dass es kein geschlossenes System ist, was im ersten Moment ja so wirkt, aber es ist kein geschlossenes System, es ist nur angedacht als Orientierung. Ja. Da fällt mir direkt eine Frage nicht ein, weil es gibt für mich so einen Glaubensgrundsatz. 10 Jahre sind die Arbeiten ja noch jung, aber nicht mehr neu, ne? Aus meiner Perspektive ist, wenn die Arbeiten vor 10 Jahren gut waren, und ich kenne die visuelle Sensation, also man will ja auch quasi sich ausdrücken, ist im Übrigen auch so eine Erkrankung. Ja? Wie findest du sie heute? Findest du einen Unterschied zu dem, was du damals bei Spam war ich und Robin vor, keine Ahnung, sagen wir 10 Jahren, merkst du einen Unterschied im Kontext oder behaupten sich deine Arbeiten nach wie vor genauso wie vor 10 Jahren? Ich war überrascht. Ja auch, ne? Nee, ich war überrascht. Ich habe sie auch die ganze Zeit nicht gesehen. Nur einmal, als Wolfgang bei mir war mit deinem Freund, ne? Hatte ich die gezeigt. Und ich war überrascht, dass ich gar nicht so weit jetzt davon weg bin. Also die sind mir doch total nah. Und das fand ich ganz interessant, dass die eigentlich sehr nah bei mir sind. Also ich bin gar nicht so viel anders. Also es ist sozusagen eigentlich, könnte ich sagen, ob es 10 Jahre her oder 5 ist, eigentlich egal. Also irgendwie sehe ich jetzt nicht die Arbeiten als alt an, überhaupt nicht, sondern das ist für mich eher so, dass ich die als frisch fand, plötzlich zu sehen, wieder neu und dachte so, aha, okay, ja, irgendwie da wieder so angeknüpft. Also eigentlich interessant, die Frage. Also ich fand, die wirken auch zeitlos, finde ich. Bitte? Die wirken zeitlos. Guter Ansatz, genau darum geht's ja. Also es war mir jetzt nicht klar, aber irgendwie in dem Kontext finde ich es interessant. Also dass das so auch deswegen so funktioniert. Also ich persönlich habe ja auch schon mal Arbeiten gemacht, war rausgeschmissen, war total glücklich damit. Und so 20 Jahre später dachte ich, Mensch, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Aber manchmal ist man, damit muss man dann am Ende auch leben. So einfach ist es, ja. Aber man müsste vielleicht noch erwähnen, dass du die 10 Jahre alten Arbeiten ausgesucht hast. Ja, stimmt. Dass es nicht an Claudia war, zu sagen, boah, ich habe gar nichts in der Falte, sondern du hast gesagt, du möchtest gerne diese arbeiten. Also man hätte auch aktuellere Arbeiten von Claudia sehen können. Wollte ich aber nicht. Nein, aber du wolltest in der Konstellation, ja, ich wollte es nur sagen. Also es ist ja. Nee, das ist richtig, aber das Lustige war ja, ich habe dich ja angerufen, gefragt, welche Arbeiten, und dann hast du nur gesagt, Himmelsrichtung, mehr nicht. Das war super short. Telefonat, das fand ich total gut. Ich so, okay. Und dann habe ich einfach das ausgewählt. Das war ja auch dein Vertrauen. Also, dass du gesagt hast, bring einfach mit. Und ich habe dann 4 ausgesucht. Einfach von den 10 oder 8 4 mitgenommen.
Das meinte ich mit Vertrauen. Also ja. Dann habe ich sie dir noch geschickt, du hast aber nichts gesagt dazu und dann dachte ich, okay, dann wird das schon okay sein. Ich nehme die jetzt. War auch so. Das als, da hast du recht, das ist ein das springender Punkt. Das sind aber bei mir auch drei Wortsätze, die ich als Antwort bekomme. Also ja, das ist nicht nur bei dir so. Also Kai ist da relativ... Ja, aber ist ja, ich habe es jetzt auch so in dem Kontext auch verstanden. Aber auch ja. Gut, dass du es nochmal sagst, das ist nicht meine Entscheidung gewesen, sondern... Ja. Woran das zusammenhängt mit dir, also ich bin deswegen auch kein Kurator, weil ich mir kein Thema vornehme, sondern ich habe ein bestimmtes visuelles Bild. Keine Ahnung, ein Musiker sagt, ich will in A-Dur irgendwas spielen, ja? Also habe ich bestimmte Vorstellungen wie eine Ausstellung, welche Gestalt sie am Ende weil sie haben könnte, ja? Ja, deswegen muss ich auch nicht lang. Ich weiß relativ zügig, was ich will, ja? Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann kann ich auch zögerlich werden, ja? Okay. Ja. Aus meiner Perspektive, ja, zack, zack. Und ich glaube, ich habe jedenfalls auch geantwortet mit Ja oder sowas, oder? Ja, also das war jetzt nur so. Also ich habe nicht geantwortet, da bin ich mir sehr sicher. Dass ich das schon vom Vertrauen gut war, da wird nicht groß drüber geredet, welche Bilder oder welche nicht, sondern zwar so entschieden, das meine ich damit. Würde ich dir auch gerne ein Kompliment machen. Ihr hört, jemand schickt 4 Bilder. Jetzt hängen aber hier nur 2. Und die beiden Ausstellungen, die beiden Arbeiten dienen der Ausstellung aus unserer Perspektive. Ja? Wir hätten uns auch für die anderen entscheiden können, haben wir nicht, wir hätten auch alle 4 aufhängen können. Wenn wir jetzt aber von allen alles gehängt hätten, dann wäre es respektive eine andere Ausstellung geworden. Ja? Aber ich verstehe natürlich auch jeden Kollegen, der sagt, es kommt Publikum, es muss gehängt werden. Ja? Das ist jetzt zum Beispiel wieder Robins auch meine Ansicht über die Dinge. Ja. Gut. Vielen Dank. Danke dir. Robin, kommen wir zu dir. Warum bist du dabei? Diese Arbeit ist eigentlich anders als die, die ist eigentlich aus einem Fundstück sozusagen entwickelt, sage ich jetzt mal. Also es gab ein Originalbauteil, was ich gefunden habe. Es ist ein 3,60 Meter langes Teil, was die Grundform eigentlich hatte. Was mich fasziniert hat, weil es irgendwo zwischen Tragwerk, Flügel, Hilfskonstruktion, mir war es nicht ganz klar, was es eigentlich sein soll. Und ich habe es einfach umgebaut, nachgebaut, verkleinert, etwas verdichtet, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man über Kunst redet, finde ich, du hast eben zum Beispiel Musik erwähnt. Ich finde auch bei ganz vielen abstrakten oder auch grafischen und geometrischen, wie auch immer, arbeiten, ist es oft ein Klang oder eine Stimmung oder ein Gefühl, was ausgedrückt wird. Absolut. Und es ist eben nicht wie das geschriebene oder das gesprochene Wort. Also es ist jetzt nicht dies oder jenes, wollte ich mit dieser Arbeit sagen, sondern die ist eigentlich ein Angebot und jeder kann dort sozusagen seine eigenen Assoziationen drin haben, ob es ein, ja, in welchem Kontext man das denkt. Und viele der Arbeiten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, waren ansonsten auch eigentlich Modelle für größere Arbeiten. Und mir war eigentlich immer wichtig auch dieses Spiel, dass der Betrachter es als Modell wahrnimmt und eigentlich es sich auch hochskalieren kann in einen anderen Kontext. Und eine Frage, hat es einen Nutzen? Es hatte einen Nutzen, es lag nie auf der Erde, es war in einer Wand verbaut, die um einige Grad, 30 Grad abgeknickt war, und es war eigentlich nur eine Hilfskonstruktion, um 2 Wände zu halten. Und ich habe es sozusagen, als die Wände eingerissen wurden, die Form entdeckt und wie gesagt, es ist aber nicht das Originalteil, sondern es ist ein Nachbau. Also mir fiel das was ein. Man könnte das sitzbar. genau, es könnte aus der Tragwerkslehre, es könnte im Flugzeugbau, es könnte aus dem Lüftungs-, es könnte ein Grundelement von einer Lüftungseinheit sein. Das gut, dann kommen wir hier zu Ariadne Vestalis. Auch für drüben, ich kann jetzt für meine Kollegen, wenn sie nicht selber für sich sprechen können. Ich habe mein Kunstgeschichtsstudium nicht abgebrochen, so nach dem 5. Semester. Fällt es mir schwer, es ist so, ja. Werbung würde ich gerne dafür machen, strichsicher, farblich, wenn ihr genauer hinschaut, sehr präzise, sparsam eben auch. Und
ich finde gerade den Farben, ja. Achtet auf die Farben und achtet, wie die Linien im Blatt sitzen, weil jede Linie im Grunde genommen ein Blatt definiert und im Zusammenspiel dann einen Raum bildet. So viel zum umschlossenen Raum, der sich in den Zeichnungen deutlich öffnet. Schön, bitte. So, soweit so gut, oder? Stefanie Klingemann. Ich weiß nicht, ob ich es darf, ja? Also, Stefanie Klingemann kenne ich seit dem Studium, also ganz lang. Und diese weiße Platte, ne? Ist Teil der Ausstellung. Wenn sie nicht dabei gewesen wäre, ja, ganz offen ausgedrückt, diese Arbeit mit Stefanie Klingemann, die sich schwarz gekleidet, in einer anderen Position, zwar ganz am Anfang, ich habe sie selber nicht gesehen, ja, weil ich erstmal durch den Raum gelaufen bin, hier in der Position ein Endpunkt, war aber auch die Endstation, saß sie oder kauerte oder hockte, wie auch immer, ich hoffe, ich sage das richtig, hinter diesem weißen Brett. Ich kann nur anbieten, da mal ganz kurz sitzen, oder? Sitzen, nicht umschmeißen. Aber wir probieren es einfach mal aus. Dahinter. Stefanie Klingemann hat da dahinter. Wir machen jetzt was gar nicht so leichtes, was sie saß. Ja, so kann man die Position auch sehen. Ja? Also, Stefanie hatte sich wirklich so reingequetscht, das müssen sie jetzt nicht, dass man sie das nicht gesehen hat. Ja. Also ich habe mich jetzt wahrscheinlich so gestellt. Ja. Aber merkt doch, es gibt, oder, wenn sowas passiert, für mich ist es eine total wichtige Arbeit für die Ausstellung. Ja? War ich geneigt, sie selber zu übersehen, was sie stark macht. Aber zugleich einmal das runterkauern. Ja? Okay. Und sieht mir das hier kaputt noch? Ja, so mal, nicht umschmeißen. Ja, so, was hat Stefanie ist ein bisschen vorsichtig klein. So. Und auch die Wahnsinn in allem. Wunderbar, super. Ja. Okay, und das ist eine Aussage. Ich hätte jetzt gerne Stefanie Klingemann heute Abend dabei gehabt. Ja? Super Satz in jedem Fall. Man sitzt in dem Raum und bekommt dann das Gefühl. Ne? Ja, aber kriegst ein Schutzgefühl. Ich auch. Mhm. Ne, also fühlt sich gut an. Also es macht was mit dem Raum und mit einem selber in dem Raum. Also es ist ja wie mit den Wänden, wenn man irgendwo ist, dann ist man geneigt, dass viele Menschen immer so die Wand hinter sich haben wollen. Das ist ein Schutzinstinkt von damals. Und man fühlt sich dann so ein bisschen, es ist jetzt nicht so eng. Also ich noch bin ich ja nicht so aus. Ja, aus Stefanie aus, ist ein bisschen klein. Genau. Und, ja, war so ein Schutzgefühl. Genau, so eine Ecke, wie kleine Kinder. Aber es könnte zum Beispiel auch hier funktionieren, am Fenster, von hinten frei zu sehen, von vorne nicht. Performance, dafür will ich ein Werk machen, lässt sich noch nicht mehr über Foto oder Film wirklich wiederholen. Für alle, die den Arm verpasst haben, am Ende auch die Arbeit verpasst. Ich habe nur einfach versucht, Werbung dafür zu machen. Ich halte eben auch, weil es vorhin um den kommerziellen Raum ging, ist der Off-Raum-Bereich eben auch Positionen zu zeigen, die in, wo ich am allermeisten arbeite, wo ich sage, da ist ganz, ganz wenig Platz dafür. Und gerade solche Bereiche, Off-Raum, und das geht von wirklich, da gibt es ja diese Bandbreite, schafft Räume, um so etwas eben auch möglich zu machen. So. Aber bevor wir jetzt rübergehen, musst du jetzt noch etwas sagen, wieso du diese drei Arbeiten von dir ausgewählt hast. Also die da gehört meiner Frau, die steht draußen. Ja? Die kenne ich ganz gut. Ja. Also das ist nicht meine Arbeit, sondern falls sie mal meint, gut, ich habe sie geschenkt, ich leihe sie mir aber immer wieder. Ja? Ich arbeite mit Fundstücken, die ich in dem Fall tatsächlich, also als Assemblage, bearbeite über Kleber. Hinten der Winkel, den bearbeite ich gar nicht, der ist tatsächlich so gefunden. Ich komme insgesamt aus einem Baubereich raus, alles was Baumaterial ist, ist mein Material. Und um mich selber auch ein bisschen zu brechen, gehe ich dahin oder mehr dahinaus, also keine already made im Sinne von, sondern noch einmal darüber hinaus, einfach nur gefunden. Und es ist mir wichtig, eben auch gar nicht manipuliert,
Ich habe es natürlich schon versucht, ist klar, der Kunstmarkt lockt, ja. Aber es ging mir jedes Mal schief. Und das bedeutet, meine Aufgabe ist, im Atelier natürlich zu arbeiten, mit meinen gelben Balken, Druckerbalken und so weiter. Aber hinzu auch meinen Arbeitsweg mit hineinzuziehen. Was zum Beispiel so Betonringe, ich sah so einen Typen, der hat so Betonringe draußen geschnitten. Dann sage ich so, ey, du musst jetzt aufhören, ich brauche die, weil der schmiss das Ding, muss ich sagen, ist schon stylisch. So in diesem Container, da war das auch erledigt. Ich habe das Auto meiner Frau, aber ich kann die nicht einladen, ich komme wieder mit meinem Fahrzeug. Ja. Und dann hat sie für mich aufgehoben und die Arbeit war vor 2-3 Jahren auch bei Christian Lieter zu sehen in Köln, falls den jemand kennt. Und hier, die Stange ist ebenso ein Fundstück, aber auch wieder kombiniert mit Stein. Und es ist weder geklebt noch irgendwas, die kommen dann eben so zusammen. Und aus meiner Erfahrung, je weniger ich mache, desto besser ist alles, ja. Aber pst. Kai, kannst du noch etwas sagen? Suchst du bewusst oder findest du? Das sind zwei unterschiedliche. Weder noch, ich sehe. Okay, das klingt verrückt. Nee, ich suche nicht. Ich bin vorbereitet. Für mich geht es eher darum, ich habe auch festgestellt, ich fahre an Dingen vorbei. Ich fahre vorbei. Mit meiner Beschränktheit, ich erkenne nichts. Ja? Und da kommt ein Moment, wo sich für mich eine neue Welt und für mich ist Kunst aus einem sehr simplen Grund total wichtig, visuelle Welt. Also man kann Mathematik nehmen, ich kann mit einem Japaner ein Theorem vom Gödel mathematisch besprechen, kein Problem. Wir müssen weder Deutsch noch Japanisch können. Sprache lässt sich übersetzen, die visuelle Welt ist aus meiner Perspektive allgemeiner, aber vielleicht noch am allerschwersten zu verstehen, obwohl wir alle sehen. Ich möchte lernen. Und ich gehe immer mit, selbstverständlich, in der Planung rein. Also ich möchte mich nicht blamieren und euch nicht enttäuschen, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber zugleich, ich kann über die visuelle Welt Dinge für mich lernen, die ich zunächst gar nicht verstehe. Ja. Das heißt, irgendwas Visuelles, oh, ich fange an zu lernen, es dauert zum Teil 1-2 Jahre. Ich habe den Ruf, ich wäre sehr schnell. Stimmt gar nicht, ich bin eigentlich im Vorfeld wahnsinnig langsam, um dann später schneller zu werden. Kann ich nichts lernen, hat es für mich auch keinen Sinn. Also ich will unbedingt von der visuellen Welt neue, andere Gedanken haben. So, das ist das, was mich antreibt. Deswegen sehe ich Dinge draußen auf der Straße, vieles davon ist völlig unbrauchbar, aber hin und wieder hat man Glück. Ja. Gut, ja. Sollen wir rübergehen? Ja, sollen wir rübergehen. Ich denke, wenn man es einfach anschaut, dann sieht man, was es im Ausstellungskontext auch zu suchen hat. Über den Wolfgang inhaltlich weiß ich noch weniger über seine Arbeit, obwohl ich ihn auch gut kenne. Wenn wir da quasi einmal hier rüber gehen, würde ich gerne dich befragen, weil viel mehr mal, ich bin reiner Bildhauer, also wenn ich male, ist alles aus. Ja. Wenn wir auf die Arbeit schauen, ich bitte euch da auch mal mit hinzuschauen. Dann würde ich subjektiv sagen, was würde ich tun, um so eine Arbeit herzustellen? Ja, so ein bisschen mit Terpentin auf Styropor, man weiß ja, was dann passiert. Ja. Aber es ist mehr, es gibt eben auch diese Grasschicht, die einen Spiegel bereithält und so weiter. Aber ich würde dich gerne als Malerin befragen. Ich kannte ihn gar nicht, ich kannte die Arbeiten auch überhaupt nicht. Und sie sind für mich als Malerin, wo du mich fragst, als Malerin im ersten Moment. Unbedingt. Ja, ich empfand sie als sehr fremd, was ganz interessant ist. Also ich dachte, das ist wie so ein Experiment und ich wusste erst überhaupt nicht, was das ist. Mhm. Und es hat für mich sehr viel Effekt durch diese Spiegelung und durch diese Farbigkeit. Das heißt, es ist sehr viel ständig in Bewegung. Ich habe interessanterweise Schwierigkeiten gehabt, mich darauf zu konzentrieren, das muss ich sagen. Weil durch diese Bewegung, durch das Licht, ich ständig herausgefordert bin, zu versuchen zu verstehen. Also ich versuche das zu verstehen und dann trete ich wieder einen Schritt zurück und versuche es mir anzugucken. Und dieser Zwiespalt, da bin ich immer hin und her bei mir, wenn ich diese Bilder angucke. Zwischen dem Verstehen wollen und in dem Fassen, was visuell in der Wahrnehmung bei mir passiert. Also das ist bei mir jetzt so. Sag ich jetzt mal spontan. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so hatte ich immer so eine Distanz dazu. Ich denke, was mich an den ganz stark interaktiven Aspekt
oder performativ oder ja. Filmen. Performativ zu 100%. Die Bewegung ist mehr als eingefordert. Genau. Und dann ändert sich permanent und gleichzeitig haben wir noch was. Für mich habe ich immer so eine Art Feedback zu den 60er, 70ern. Habe ich jetzt nicht, aber ich höre gerne zu, ich lerne dazu. Wegen der Farbigkeiten, die sich entwickeln. Und diese Geschichte, die was mit, ich sag mal, Mondlandung zu tun haben könnte. Das ist so ein, da wären wir ja schon in den 60ern, ne? Ja, wieder sagt 60er, 70er. Ja. 70er hatte ein anderes Farbbild als die 60er. Die 60er waren ja eigentlich in den blauen Tönen deutlich freundlicher. Und die 70er umwelten radikaler, wenn man so will. Deswegen tut man sich manchmal mit 70er Jahren auch so schwer. Man fand es aber schön, ich weiß es noch. Aber ich könnte die jetzt, zeitlich wüsste ich nicht, wann ich die einordnen würde. Was ja eine Stärke zu dir wäre, dass man es zeitlich nicht einordnen kann. Ja, das finde ich aber ganz gut. Also ich meine, man kann es nicht greifen. Ich glaube, das ist der Punkt. Die Qualität entsteht durch dieses Immaterielle, durch diese, eben wie du eben sagst, durch diese Bewegung und nicht durch die physische Gegenwart. Für mich hat es definitiv auch bildhauerische Aspekte. Ja. Aber ich glaube immer auch, dass nur der Bildhauer, sagen wir mit dem Laokoon und solche Beispiele, die Bewegung doch immer suchen kann. Hier sehe ich immer auch Bewegung und ich habe nichts gegen Maler, um es so auszudrücken. Aber für mich sind die Aspekte bei Wolfgang stärker der Malerei zugehört als der Skulptur. Aber um es auch deutlich zu sagen, Wolfgang macht auch Skulpturen. Aber ich sehe einen skulpturalen Aspekt da drin, mit malerischer Kraft, ja, könnte man so sagen. Das ist halt nicht ganz einordnbar. Ja. Wie findet ihr denn die Arbeit? Das ist eine bösartige Frage. Muss aber gar nicht was sagen. Hervorragend. Ja. Dann würde ich sagen, nachdem wir die Arbeit auch zeitlich und deine auch nicht eingrenzen kann, und ob jetzt eine Arbeit 80 Jahre ist oder 50 oder 5 Jahre, und 10 Jahre ist ja noch verhältnismäßig, muss ja sagen. Das ist ja fast noch so aus der Fischer-Defolie raus. Ja. Ist es sicher auch ein Ziel der Ausstellung von Robin und mir, eine Position zu zeigen, wie jetzt ist, also die Zeit zu dokumentieren einerseits, ohne zu sehr, Zeitgeist ist ein hartes Wort, aber ohne zu sehr sich von der visuellen Sensation leiten zu lassen. Hoher Wunsch, dann hoffe ich, dass es uns gelungen ist und schön, dass ihr hier seid. So, damit ist dieser längere Monolog beendet, stimmt's?